Schmeckt dir? Papa, sieh was. Weg, weg. Hallo. Der Teenager. Hallo. Besser. Ich mach die Blasen kaputt. Was hast du zu tun? Blasen, was macht der Oldtimer? Ja, ich auch. Papa, lass mich mal halten. Ich brauch mal Schlaf. Hallo, Weckerwecker. Vielleicht kannst du mal die Kinder einen Tag übernehmen und ich kann mich mal ausschlafen. Nee, du hast gesagt, wir machen so viele schöne Sachen. Ja, also, Papa. Du übernimmst meine Patienten und ich nur übernehme deine Patienten. Nein. Papa, na wie nein, nein. Papa, hol mich ab. Ich schlafe ja nachts Papa, auch nicht. Papa, hol mich ab. Ich hab dauernd wachgebrüllt. Mama, dann hol mir Papa auf die Kita ab. Was willst du denn da schlafen? Mensch, was soll denn das? Ja. Hallo, wer ist denn das? Wir haben einen Besucher. Bitte. Heute. Warum kommt der? Der Fernsehreparierer? Der Fernsehreparierer? Der Computer, der Computermann. Ja. Computerman. Kommt der weg? Ja. Bin ich gespannt, ob du kommst. Da weiß man ja nicht. Vielleicht. Speedy Gonzales! Bereite jetzt den Dreirad vor. Der Dreikant ist zum ersten Mal vermietet. Oh, 15 Euro am Tag. Mann. Was wollt ihr denn wieder? Mann, schläft bei ihm. Red mal nur, kommt da. Ich brauche noch mal einen Besen vorher. Wir müssen fegen heute. Und Straße. Und den Greifer und einen Eimer. Wer hat den Greifer? Oh, Valentin hatte den neulich in der Hand. Was hat er damit gemacht? Wo hat er den hingesteckt? Muss ich nachher fragen. Ja, für ihn wieder ernst eindeutig. Ist doch da. Aber für mich total verwirrend, weil er ist ja nicht da. Tja, weg ist weg. Will ich einfach nur fegen und dann ist gut. So, warte, den Kulis. Kamera und dann hast du den Auftritt. So, Kamera 1. Alex ist schon wieder weg. Aufnahme. Alex ist schon wieder abgehauen. Und Wolfgang, Action. Action? Ja. Das ist Felix, 13. Jetzt kommt. Wer soll diesen Berliner Spätjährigen noch verstehen? Trinken, stehen, Urlaub. Trinken, sitzen, verboten. Also 60.000 Euro Abräume. Mahnwache des Opfers 17 des Kudams Rasas. Oh. Ja. Raserei auf dem Kudamm. Warte mal, pass auf, ich muss mal erzählen ganz kurz. Gestern ruft mein Kofreund an, wir quatschen mal rein, so rein, wie es denn und so. Jeden Tag. Und da sagt er zu mir, ich bin jetzt Gitarre. Und ich dann sah, sagt er, ich kann fast Gitarre spazieren mit meiner Frau im Park. Da hört er das so weit und da sagt der eine zu die Frau, wollen wir ficken? Moment, ja, so, geht gesagt, ja, warte, Moment. Naja, ich sagte, was mir jetzt gesagt hatte. Und da sagt sie, da dreht sie sich um. Knallt den eine, was ist das? Dreht ihn den Arm um, macht den einen Handschellen an und die denkst du, der wusste auch nicht, dass die volle Polizei war. Verstehst du meine? Mein Kurfreund hat das gesehen. Ich hab den Kurfreund kennengelernt, wo der sagt hat. Der hat das gesehen. Wo hat er denn das gesehen? Im Park, weil ich spazieren gehe. Da hat der zu mir, er hatte wohl ein bisschen laut. Der vor ihm gelaufen ist, der Typ da, ja. Hat das wozu der Frau so ein bisschen laut erzählt. Mhm. Gesagt. Ja, ich weiß. Da hat die sich umgedreht, da hat die den eine gefeuert und dann hat sie den Arm umgedreht, dann hat sie den Handschellen angedreht und dann hat den. Na, sag mal, wie kann ich. Das ist doch eine seriöse Frage, oder? Was? Das ist doch. Jetzt mal schonungslose Ehrlichkeit, nenne ich das. Ja, na, da sagt er mal einer an. Ja. Oh, weia. Ja. Das lebhaftet wegen. Naja, aber ist doch. Lymphomanie. Naja. So eine Krankheit? Dann ist der an.
Und ist dann hier an die Falsche rangekommen. Aber so ist es. So ist es. Wolfgangs Bettgeschichten am Morgen. Aber so ist die Welt. Oh, jetzt habe ich schon so viel gemacht und nichts gefilmt. Nee, noch nicht. War ja nicht weiter los. Also ich habe ein bisschen sauber gemacht. Treppe gefegt und so weiter und so fort. Den muss ich neu kaufen, den Abzieher. Muss ich mir halt einfach mal merken. Dann habe ich gesehen, auf eBay habe ich ein paar Abzieher gefunden. Die kosten allerdings 40 Euro ein Stück. Auch nur so eine Dinger. 40 Euro ein Stück. Für die alten Zahnkränze. Oh, da weiß ich nicht, ob das, wie schnell soll denn sowas sich rentieren. Jetzt erstmal nächste Rad, was ich aufbaue. Mit dem Güldenen sind wir ja noch nicht fertig von gestern. Das hat der Valentin jetzt zum Schweißen. Weil wie gesagt, ich habe ja die Fläche von dem Keil geplant, den Keil reingeschlagen, den neuen abgesägt und so. Allerdings hält der überhaupt nicht. Kannst vergessen, der dreht durch. Also der schert ab. Das ist sehr, 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 sehr schade. Da hoffe ich, er macht nicht schon wieder so eine Brutzelaktion aus dem ganzen Ding. Also, dass er das komplett verbrät, das Teil. Weil ansonsten muss ich halt ein neues Lager einbauen. Das wäre doof. Also, neue Trickkugel, also Trickgarnitur und alles, das ist einfach viel zu teuer für den Rahmen. Das rechnet sich für diesen Rahmen nicht. Das ist bei mir immer so, dass die Räder am Ende viel teurer werden, als sie eigentlich müssten. Und dadurch werde ich natürlich viel teurer, als ich eigentlich müsste, wenn ich es einfach nur reparieren und verkaufen würde. Aber das kann ich nicht. Ich kann es nicht einfach nur reparieren und verkaufen. Oder fahrbar machen und verkaufen. Ich muss es halt reparieren. Dann wird eben vorne ein Lager auch nochmal aufgemacht. Und dies und das und jenes und alles nochmal auseinandergeschraubt. Und da steckt so viel Zeit da drin, dass es für einen Hobbyschrauber vielleicht egal ist, wenn du irgendwie so, aber sobald du davon leben musst, ist das halt schwierig. Dann musst du halt irgendeinen Betrag rechnen. Und dann wird es am Ende bist du so teuer, dass sie sagen, was für das alte Rad, die gibt doch nicht so viel Geld aus. Ja? Habe ich schon so oft gesagt, ich wiederhole mich jetzt auch. Jetzt ist aber auch schon, wir machen es schon 4 Jahre, machen wir hier diese Videos. Und da wiederholt sich schon mal das eine oder andere. Also seid nicht sauer, wenn ihr euch jedes Mal wieder anhört, die immer die gleiche Leier von dem Pleitegeier. Ne? Kennt ihr ja, Dennemann. Ich versuche auch irgendwie was Neues euch zu präsentieren. Es sind ja immer wieder neue Räder. Die Reparaturbedarf, der ist, da sind wir durch. Ich glaube, das haben wir alles einmal gehabt. Alles. Ja, es gibt kaum eine Sache, die ich noch nicht gezeigt habe. Daher wird es schwierig jetzt für mich, neue Videos mit dem Inhalt zu machen. Content. Daher bin ich auch ganz zufrieden, dass jetzt die Winterpause wieder kommt. Ihr natürlich nicht. Ich weiß nicht, die Zahlen wieder runter. Aber jetzt sind ja alle diese Fahrradenthusiasten und. Und dann macht er ja wieder nur mit seinen Antiquitäten rum und dies und das und jenes. Aber es ist halt mein Leben. Und darum geht es natürlich auch. Und ich werde wieder anfangen, mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Ich habe so viel Material da oben. Und ich werde jeden Tag so wahrscheinlich nur so ein kleines Video. Es wird dann kein Tagesvlog werden, sondern ich werde jeden Tag so ein kleines Video geben über eine spezielle Sache, die ich euch vielleicht vorstelle und dann halt mal schauen, wie man damit weiter verfährt. Nur als Vorabankündigung, also da können sich jetzt alle schon mal wieder deabonnieren, die einfach nur wegen Fahrrad geil und so. Ja, könnt ihr schon mal machen, weil wird definitiv dann wieder in eine andere Richtung gehen. Also da wird auch mal Fahrrad mit dabei sein, auch mal Fahrradtechnik, aber eben wenig. Und jetzt raschelt es draußen und ich denke, da kommt ein Kunde. 11 Uhr wollte eigentlich die Dame kommen, mit Rad abholen. Oh, jetzt, da raschelt es nicht nur, da fällt ihr dann die Treppe runter. Was ist da los? Ja, ich komme. Warte, ich komme. Ja, aber langsam und nicht mit dem Schwung. Was? Langsam und nicht mit dem Schwung. Was hast du denn? Ich wollte mal fragen, Meister. Ja, was denn? Achso, hier, guck mal, das ist alles. Das ist ja lose, die Scheiße. Oh ja, das ist kaputt. Also, ja, und kann man da was machen? Naja, man könnte es reparieren, allerdings kostet das bei dem Tretlager mindestens 70 Euro. Echt, ja? Ja. Und lohnt sich ja nicht, wa? Genau das ist die Frage. Ja. Wahrscheinlich lohnt es sich nicht. Verkaufst du Fahrräder? Ich verkaufe Räder, aber für 70 Euro nicht. Nee, was kostet das? Was kostet das hier ein Fahrrad?
Also ein Fahrrad so wie das Fahrrad, so wie das, in dem ähnlichen Zustand, kostet, habe ich gerade eins da, das kostet 80 Euro, ist allerdings für heute und morgen vermietet. Aha. Ist am Montag wieder da. Manassi, hast du hier einen Tag auf mir? Ja, wa? Also außer Sonntag. Außer Sonntag, ja, genau. Alle klar, da ist noch vorbei. Alles klar, mach bitte. Bitte, bitte. Ja, gutes Schieben erstmal. Ja, das fährt ja noch, aber das, ja, aber das fährt das ja. Ah, das ist schon fahren, das kann ich ja. Gut, tschüss. Bis dann, ciao. Hey, ich habe eine junge Dame ein Fahrrad mieten. Das ist ja unerhört. Ja. Genau, und wie viel haben wir noch? Also das große schwarze und das kleine weiß-graue. Und das Tanzlehne kannst du natürlich auch haben. Nee, sowas habe ich noch. Sowas habe ich tatsächlich, hätte ich auch noch. Naja, natürlich. Ja, aber nee, wir wollen ein bisschen weiter. Nee, welches ist dir denn sympathischer? Sympathischer? Oh, jetzt. Da bin ich ja mal. Leg mal die Hand auf. Gut. Wie lange denn? Eigentlich? Nur heute? Oder was? Oder morgen? Oder immer? Rein wir das noch, also natürlich heute erstmal auf jeden Fall, morgen hast du zu, wa? Ja, natürlich, also Montagmorgen dann zurück. Oder eben morgen abgeben und dann am Spätkopf den Schlüssel abgeben. Was kostet es denn? Für heute und morgen wären es 16 Euro. Und nur für heute wären es 10 oder was? 8. 8. 8 und 8, 16, genau. Nee, pass auf, wir machen es. Nee, wir holen es nur für heute, morgen wollen wir nicht so weit fahren, oder doch? Nee, wir holen es für 2 Tage. So, okay. Ja, wir holen es für 2 Tage, dann bringe ich es, wann hast du den Montag auf? 9 Uhr mache ich auf, zwischen 9 und 10 dann zurück. Alles klar, ja, da muss ich zur Arbeit. Passt gut. Willst du ein Perso sehen oder so? Marcel, das Telefonnummer habe ich ja. Marcel auch. Ha, na klar. Gewicht. Gewicht. Schuhgröße. Aber warum nicht? Weil die genetischen Dinger abrufen. Da kann man nicht gucken. Achso, bei Corona. Ist ja nicht so gut, oder? Nee. Keine Angst. 0, 1, 7, 9, 4, 9, 3, 8, 9. Adresse, Telefonnummer, mehr? Weiß ich gar nicht, ich bin gerade verwirrt. Adresse, Telefonnummer? Willst du ein Perso sehen, dass alles stimmt? Ja, schreibst du mir was Falsches auf? Oder? Nein, das niemals würde ich das tun. Nur der Schlüssel hin. Da ist er geblieben. Ja, ja, 8 Stück sogar. Viel zu viele für Berlin. Also. Maximal 3, ja. Also eigentlich einen schweren, leichten. Die Jahre haben auch 24 Gänge und dann sind die Schweine nur auf 3 Gänge gefahren. Bei denen gibt es ja keine Steigung. Was passiert denn jetzt? Außer du fährst halt mal in den Mühlberger oder mal in Grunewald, aber machst du nicht, ja nicht täglich. Die maximale Steigung hast du, wenn du Warschauer hochfährst. Ja, Warschauer. Da schlaufen dann alle schon. Oder in der Hasenheide. Prenzlberg oder Kreuzberg? Ja, in der Hasenheide, der eine Berg, der hochgeht. So, Moni? Wo hinten? Ja, 16, bitte. Ja. Neutrand wollte ich euch vorstellen. Wie gesagt, das Alter ist noch gar nicht fertig und ich fange schon das nächste wieder an. Also hier hängen ja auch noch ein paar, die zu machen sind. Ja, die müssen wir auch noch machen. Ja, 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 ich weiß. Aber ich habe nicht so viel Geld. Was ist eigentlich Achims? Achims Arbeit. Achims. Achims. Man hat getraut, ihm das zu sagen, weil er war ja schon so angenervt den Tag und hat da diese Narbe, den ganzen Tag diese scheiß Narbe auseinandergenommen. Und eigentlich hätte er doch das schon machen sollen, den einen Tag. Und geht nicht. Sagt er einfach, geht nicht, gibt's nicht, Mensch, muss. Das ist doch immer ein freie Feld, richtig genial. Die kommt dann nämlich da rein, in das Rad. Eine schöne Kuwahara hier, was so schön aussieht, ja, ist das ein schöner Lack und perfekt im Zustand. Ach, wie geleckt, der Lack. Was wollte ich noch? Schwalbe City Jet. Ja. Das muss ich auch noch machen hier, dieses Herkules. Das wollte ich eigentlich nur fahrbereit machen und weg damit. Also wirklich nur basic fahrbereit, weg. Ja. Ich habe aber keine Felge mehr da, also keine... Eine eingespeichte Dreigang, ne, 28 Zoll Dreigang, habe ich keine mehr gerade. Oder doch, habe ich da eine? Ist doch eine. Oder? Ach, ist ja auch egal.
Nächste Rad. Einfach anfangen. Ich habe ja hier schon ewig ins Stehen, Hängen, Liegen. So ein ganz billiges ist es. Dirt Max, X for you, nix for you. So, Vorbau haben wir und die RST Titan kommt darin. Ey, ist wirklich schön. Das ist eine schöne Gabel. Das ist eine schöne Gabel. RST Titan, also RST findet man eigentlich nicht so gut. Ah, jetzt kommt schon wieder so eine Assel vorbei. Ja, so ein Zeiträuber, so ein Tagedieb, so ein Janischspinner. Zuflucht für Flüchtige. Für Gehirnamputierte, ja. Möchte die nicht gerade neu? Ja, du bist du auf dem besten Weg hin. Yeah. Ja. Was ist das für ein Draht? Was ist denn das für ein Draht? Frag dich deine Frau jeden Morgen, wa? Nicht schlecht. Ja, mach's gut! Ja. Gretchen. Was geht? Na, nicht viel. Nicht viel? Nix. Die Motorrad, die Fahrersaison ist offiziell beendet erklärt. Echt? Ich weiß nicht. Machst du jetzt einfach so oder was? Sagst du jetzt einfach mal so? Nee, ich hoffe ja nicht, aber. Oh, du, ich hab genug zu tun. Ich baue meine eigenen Räder auf. Ah, und dann nächstes Jahr jetzt munter weiter. Ja, falls es munter weiter geht. Wenn nicht, jetzt nicht so munter weiter. Aber weiter geht's auf alle Fälle. Weiter, es geht immer weiter. Wie Oliver Kahn gesagt hat, es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Weiter, weiter. Ja. Was sagst du dazu? Ja, nicht viel, oder? Ja, willst du nicht von mir kaufen, dieses Dings? Dieses eine Rad, was du meintest, setzt sie doch in Einzelteile und verkauft das für 180. Was denn? Im Internet? Wo du bekam mit den Sattel und den Rädern und so alles zusammen. Hä? Wieso für 180? Hast du mir gesagt, dass ich das im Internet locker für 180 los wäre, wenn ich das so ohne was zu tun anbiete? Ja, für ein Apfel und ein Ei kaufe ich dir das ab. Ich meine, du hast das ja auch für ein Apfel und ein Ei bekommen. Was heißt du für ein Apfel und ein Ei? Dann gibt ja einen Fuffi. Ja, komm. Nee. Ist er. Der Rahmen und du bekannst schon alleine. Ja, dann macht das selber. Ja, ich weiß. Das ist ja auch ein bisschen Arbeit dabei. Ja. Es ist immer ein bisschen Arbeit verbunden. Ist gut. Wenn man die nicht machen will, dann muss man einfach schnell und weg. Wieso hast du denn da nicht los, Alter? Du bist nur so faul, ey. Ja, ich bin irgendwie blockiert, lässt es halt wieder. Du machst keine Dummheiten, wa? Du weiter unten. Ha, ha, ha. Die Automaten sind weggefallen. Achso. Na ja, komm, wer kann denn hier mit flachem Humor, wenn ihr mich fast Rädchen, Weißt du, du bist auf dem besten Weg dahin. Wenn du so schnell schon nachlässt, alles. Nee, das heißt nicht schnell. Ich bin jetzt wieder schon mal zwei Monate wieder da. Für mich. Dann kann man schon. Tatsächlich hat der Tommy keine Zeit für so ein Sch. Ja. Ich baue, wie ein Baumeister. Ja. Wie ein guter Mann. Guter Mann. Ja, Mensch, Anni, da kannst du ja für mich einstellen. Kannst du ja für mich einstellen, die Geräte alle. So was findet man ja auch nicht so häufig. Ja. Stimmt's? Oder habe ich recht? Auf jeden Fall, auf jeden Fall hast du recht, ey. Naja, recht haben und recht kriegen. Und recht besitzen? Boah, eine ganz andere Geschichte. Rechte haben, das ist schon wieder was anderes. Ja, Rechte haben. Der Rechte hat auch eine Linke. Ist ja. Aber wer denkt, Rechte zu haben, der weiß. Wird manchmal ganz schön gelinkt. Die Rechte sind nur so lange für den
Einzelnen zur Verfügung, solange er nicht ins System in die Quere kommt. Ich kann aber Dinge nämlich rausschneiden, muss hier beinahe. Achso, das wird jetzt. Alles? Deine Ansichten sind live im TV. Sehr schön, dann kann ich so einiges erzählen. Also erst einmal bin ich ein Xavier Naidoo-Fan. Da muss ich hinter die Schau mal stellen, das erklärt alles. So, also habe ich schon mal eine fette Fangruppe, nehme ich an. Also ich habe jetzt ab und zu Späti sozusagen und letztes Mal habe ich extra provokateurmäßig Xavier Naidoo-Musik gehört, so eine Stunde lang. Und da kannst du sehen, da kamen aber so einige verzerrte Gesichter rein. Verzerrt, schmerzverzerrt, scheiße, ich will was denken, aber ich bin Zauber. Was? Dieser Verschwörungstheoretiker, den hörst du? Und ich sag so, ja. Ach, ist der Verschwörungstheoretiker jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe dir das letzte Mal bei 3P oder so. Der hat auf jeden Fall erzählt mit diesen Kindergeschichten, dass er davon gehört hat, mit diesen Pädophilen und so. Diese Jeffrey Epstein-Geschichte kennst du? Epstein, ja. Was hat er da für eine Insel aufgebaut? Kennst du das, die Serie auf Netflix? Nein, die kenne ich nicht. Ja. Boah, die musst du sehen. Dann kannst du mal sehen, was auf der Welt abgeht. Nee, das will ich gar nicht sehen. Ja, okay, ja, sorry. Ich hab die BZ. Ha! Ja, da sind wir wieder. Bei der Menschenmanipulation. Keiner die so viele Sendungen über Kriege gesehen haben. Ich glaube nicht, dass Deutschland ein Land ist, das irgendwie... Sich der Krieg sehnt oder Krieg provozieren will. Also oh, um Gottes Willen, nee. Deswegen. Und das, was die Vergangenheit war, das war. Jetzt reicht es aber auch. Dadurch, dass es so... Bin ich der Meinung tatsächlich, dadurch, dass es so tabuisiert wird, wird es ja auch erst wieder interessant für die Empfänglichen. Ne? Also dadurch wird das eben so eine Nische, wo man sich gerne drin verkaufen kann, wo man sich sein eigenes Gedankengut zusammenbrauen kann quasi. Das und einer Gemeinschaft eingehören kann. Ja, einer Gemeinschaft, einer kleinen geheimen Gemeinschaft, die ja was gemein hat, und zwar geheim zu sein. Und klein. Am ersten die Miete, wenn es nicht da ist, Klamotten raus, fertig. Aber der kriegt ja von Abend. Am ersten ist die Miete nicht da. Er kriegt nicht vom Abend. Doch, wenn er sich anmeldet und denkt, er ist dann nirgendwo angemeldet, das ist das Problem. Dann macht er doch nicht, er meldet sich dann nicht an. Ja, weil er nicht dürfte bei der letzten. Aber jetzt, wenn er hier dürfte und er würde links sich anmelden, dann muss ich mir dieses Wort Dings auf mein Vokabular aufstreichen. Das zweite Wort ist bei mir Dings. Ich bin schwerbehindert. Dings. Was ist denn das für Scheiß? Du bist doch schief drin. Manchmal kommt das so, dass man nicht gerade reinkommt. Freut sich Dings. Ja, das weiß ich. Dings. Dings, Ballerer. Dings, Ballerer. Ballerer. Ich muss meine Wäsche vom Wäschezentrum abholen. Oh, ich habe auch keine Waschmaschine, aber ich gebe mich dann die Zeit zu dir. Dann mach mal schnell. Getötet ist ja. Das ist ja eher eine Gegend, ey. Ich gleich jetzt am Hammer gegriffen. Ist ja ohne Wahrheit, ist ja wie früher, ey.
Fertig! Jetzt mal die Rechnung. Gut. Geil, auf deinen Namen, du kriegst auch eine Rechnung für. Der ist jetzt sehr intelligent. Ja, super intelligent. Ist mit Rechnung. Alter, was ist denn hier? Aufhören zu lachen hier. Das wird hier echt immer schärfer, Alter. Ich will so nicht Müll in die Hand. Ey, kannst du Müll wegkreuzen? Wir sind ein Team hier. Oh, oh, Epoxy, oh, mit Farbe drin. Guck mal, das ist ein Erzaun. Boah, das glitzert dann richtig grün, wie SpongeBob for the Cover, ey, Fahrrad, ey. Das ist der Härte. Ja, das ist der Epoxy. Dann ist der Härte so, das ist ein Epoxy-Verkehr. Ist das eine Rechnung? Also wird ein echtes Meeresrad, ja? Ja. Muss ich jetzt nur überweisen oder ist es schon bezahlt? Ist schon bezahlt. Ist schon bezahlt. Ey, 100 Euro, ey. Ja. Wahnsinn. 100 Euro. Wird nur für die Pik. Ja. Ach, du hast es bezahlt von deinem Konto oder was? Das ist von deinem Konto bezahlt? Ja. Von deinem Konto hast du es schon bezahlt? Nee, ich mach sowas als selbst. Boah, geil. Ja. Wie, du hast jetzt für 100 Euro Farbe bestellt? Nein, 20 Euro. Feuer. Nicht hier unten bitte. Spaß. Nicht hier unten bitte. Hast du links? Ja, hast du die ausrasten? Nee, rauch nicht. Nee, rauchen, da rast ich aus. Ja, nicht rauch, Herr. Wie, hast du gerade eine Zigarette in der Hand? Nee, das war ein CBD-Medikament. Ja, das ist gut. Da brauche ich mit. Ja, das ist von wegen gut, was? Da rauche ich mit. Ja, CBD? Ja, aber bitte nicht hier. Nein, nicht hier. Wir vom Laden, das ist ja... wir gehen schon vor Jens in den Laden, noch die Kinder. Genau, mach mal da, kipp mal da. Da wissen die schon, da haben wir schlecht da hoch. Da kommt ja gleich einer. Ja, das ist ja Wahnsinn, Alter. Ja, ich komm nicht, ich bleib da weit weg, ey. Wirklich, ich trinke mich nicht voll, ich packe nur was und dann komme ich später nochmal wieder, ja? Hi Thomas. Moin. Du hast Kunden, ich weiß. Sag mal, hast du, sonst würden wir später kommen, aber hast du noch ein Darmrad, welches du uns fürs Wochenende leihen könntest bis Montag? Du, ich habe keine mehr. Hast keine mehr? Oder stand hier draußen oder was? Du, ich weiß nicht genau, was da jetzt wirklich von dir gehört. Fischer ist reserviert, die war dazu. Ja. Sie. Kannst du
Okay, schade. Oder sollen wir noch mal in 2 Stunden rein? So schnell kommt nicht wieder. Ne? Frühestens heute Abend wahrscheinlich, ne? Genau. Dann machen wir uns mit 8 Uhr. Genau. Cool. Ja. Danke nochmal. Gut, alles klar. Doch, Schwachse. Einzuhängen. Einfach Reifen raus und gut ist. Ständer fehlt. Oh. Ich glaube, wir müssen mal eins klarstellen. Ich habe hier am meisten Räder von uns bei und die braucht aber nicht noch mehr. Nicht zwingend. Ja, das muss man auf dem Zeug stellen. Wenn was Geiles dabei ist, gerne, aber ansonsten, ich bin ja. Ich denke, ich habe zu viel. Wie sie wieder losgeht. Ah, wir haben da schon eine ganz innige Beziehung. Da könnt ihr fast. Da könnte ich ja fast noch mitpumpen, weißt du, was ich meine? Ich will sogar so ein Tier aufpassen. Achso, ihr habt gerade mit mir geredet? Ja, ja. Wir haben mit uns geredet, oder? Also, okay, gut. Achso, ich war gar nicht wieder total egal. Ich bin auch neben hier. Hier ein bisschen nachgezogen, weißt du, hier. Super schnell begeistert. Also ich bin so schnell, ich bin... Also, ja, du bist begeistert. Ja, ich bin geil. Wenn du gerade schon begeistert bist. Ja? Ja? Und zum nutz ihn aus, nutz ihn aus. Nutz ihn aus, ja. Nee, ich meine, weißt du, wie dieses Ventil heißt? Das heißt Presta. Presta-Ventil. Ach, du hast. Ich sehe gerade nur dein Fahrrad, das ist ein. Nein? Nein, das ist ein Pressmittellager. Egal, es ist hier ein neues System, wie man alles. Also, dieses Tretlager ist super spannend. Das wird einfach, das kann man halt, wenn es durch ist, kann man es einfach nur rausschlagen und das neue reinpressen. Das ist halt kein Gewinde mehr drin. Jetzt mal kaputt ist. Ja, so einfach ist das. Man die neuen, die muss man einfach nur schrauben, ist auch nicht schlecht. Ach, bist du noch nicht alles? Nee, ja, ein bisschen nur. Aber ich kenne den G1-Reifen. Das ist ein Gravelbike, I guess. Wo hast du das gekauft hier? Schäm dich! Ja, das ist auch schön. Du hast auch einen Helm. Nee, nein, ich pumpe den so mit 5 Bar auf, das ist okay. Super. Vielen Dank. Zack. Betreutes aufpumpen. Betreutes aufpumpen. Aber ich. Nein. Genau. Jetzt darfst du auch nicht fahren. Ich hab, wo ist es denn hier unten? Also, ich hab mir so ein kleines Rennrad gebaut. Das ist dann so eins hier, mit so einem Flat-Pedal-Pedal. Ist leider kein Gravel-Bike, aber es hat noch nicht diesen anderen Lenker, aber... Oh, das ist ja cool. Das ist sehr cool. Jetzt werden schon wieder Räder gezeigt, ne? Ja. Das ist ja schon bei der Sammlung verkauft. Ja, einfach nur zweifach cool. Das ist auch riesig. Schön kurz. Hast du dir das jetzt schon gebaut? Nee, das habe ich schon. Aber Stück für Stück immer wieder anbauen. Ja. Cool. Okay. Bis dann. Bis dann. Doch, wir haben eins von Aus, das sicherste. Das haben wir von Aus da. Aber das ist so schwer. Ja, das ist auch so teuer. 180 Euro. Das ist Wahnsinn.
Dann haben wir die zwei recht gut. Varianten. Auch von der Länge her, nehmen wir die längere. Ja, mit Epoxyglasur wäre das nicht passiert. Immer anlegen, ja. Einmal oder zweimal Belege? Nur für hinten. Ja. Hi. Na, schönen guten Tag. Ja, da ist er, ja. Ja, perfekt. Ja, gleich in die Kamera. Was gibt uns denn Neues heute? Was haben wir denn hier? Eine rosa Pedale, perfekt, für Tommy, ja, es ist für die rosa Bike, auch für dich. Für ihn, aber... Und für dich? Das ist natürlich jetzt die Frage. Für dich? Oder das ist ja perfekt für uns. Das ist natürlich jetzt die Frage, das ist perfekt für uns, das ist genau das. Na, hab ich doch gesagt, wunderbar, ach, ist das schön. Ja, danke schön. Cool, Lieferung kommt schon bei. Warst du gestern schon da? Nein, aber ich habe dir vielleicht 10-mal gerufen. Hallo? Gerufen. Ja, es war danach zum Reinickendorf geschickt. Was ist das Wort? Reinickendorf, Erkisches Hütte. Ich war in Reinickendorf. Alter. Und dann kam ich nie zurück. Ja, alles gut. Ja, jetzt bist du da. Und dann dachte ich, vielleicht sendest du ihn zum Laden hoch heute. Nein, alles gut. Ja, ich habe erst noch Sachen bestellt. Aber... Hast du Geld? Nein. Aber wir finden es raus. Ich bin immer in den Gegend, immer noch. Wo ist das Projekt? Ah, der? Nein, da hinten. Da hinten. Soll ich dir erstmal die Pedalen bezahlen, oder? Ja. Okay. Ist das das? Ach, oh, geil. Dann haben wir das hingekriegt. Und der andere gucken wir dann. Love and marriage. Danke dir. Schön, bitteschön. It's an institute to count us. Guck mal auf das Projekt. Ja. Sind nur noch die Pedalen, die fehlen? Insert hier. Keine Ahnung. Always Ultra. Mein Vater hat sich immer aufgeregt über so eine Werbung. Na, ich habe die Werbung jetzt ehrlich gesagt gar nicht im Kopf. Na, das ist doch schön. Schön, ja? Wenigstens einer, auf den man sie verlassen kann. Gabel hast du ja nicht mehr, wa? Genau. Der ist schön. Oh, das ist jetzt schwer. Ja, wie ist es? Ja, das ist
immer noch dicke Backe und alles. Sie muss auf jeden Fall nochmal hin, also da muss ich rüber machen lassen. Ja. Oben vorne sind zwei gesünder, aber im Moment werden sie wieder frittierte. Eins war im Ofen, weil ich finde, das sind Chili. Kartoffeln spalten. Die was größer ist, ne? Ja. Guck mal an, was du noch aufs Brett machst. Ja, natürlich. Ein bisschen Paprika, ein bisschen Paprika. Zwiebeln. Ja, ja, genau, 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 genau. Das ist ein bisschen Sud, ein bisschen einzig. Ja, genau. Ich habe letztens mal einen schönen Rosmarin, ein bisschen Zeug. Süßkartoffelauflauf gemacht. Schön mit Mohnrüben, Süßkartoffeln, normale Kartoffeln, Paprika, Tomaten. Und oben drüber dann so schön Hähnchenbrust. Ja, feine Sache. Das ist toll. Ja, wozu ist das nicht? Ist das nicht? Weiß nicht. Du warst groß. Ja, gut. Die schwere Kerle. So. Das ist echt so. Das ist super steif, das Ding. Ja, klar, das ist, ich hab gedacht, ja. Dann guck doch mal, wie groß der ist. Ja, richtig ist er. Richtig groß für mich? Ja, ja. Ja, kann man auch größer, aber so ist so schon von der Größe her ist schon richtig. Und jetzt kommt dann noch das Kissen. Jo, war schön, sagen eigentlich so. Ja, ja, danke. Danke. Wollt ihr noch einen extra Schlauch? Nee, danke. Ich war sehr gut. Nee, alles cool. Ja, kein Thema. Ja. 20 Cent. Damit wir auch ruhig sind jetzt endlich mal. Viel Spaß, ja. Ciao. Oh. Wie geht's an den Fenster? Machst du den Keller noch? Ja, mit dem Fenster kann ich wieder außen. Ja. Und mit Leiter. Leiter an. Leiter an die. Leiter an die. Ja. Ja, das ist. Ich weiß ja nicht, wie ich das Ding anfassen soll. Das ist ja auch ein Problem. Ja, Sattelstütze, Finger rein und unten an der Strebe am besten. Ja, nicht so einfach. Ja, einfach kann ja auch jeder. Ja. Ah. Ja, 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 schön verhakt. Ja, ja, ganz vorsichtig. Letztes Stück nicht verzagen. Tommy fragen. Soll ich runter? Ja, das ist ja hübsch. Keine Muschel ab. Ja, rustig. Keine Muschel ab, ey. Keine Muschel ab. Achtung. Keine Muschel ab, ey. Und ist das schwer? Ist ja leicht. Hier kannst du ihn anfassen. Muscheln liegen ein bisschen. Hier kannst du ihn anfassen. Das ist ja ein Hieroglyphen. War geil, Fahrrad, ey. Aber weg ist ja noch. Drin, klar. Soll das, noch gut? Das ist noch gut, naja, das soll ja auch gut werden. Hier irgendwie und das dreht sich nicht mehr, das Tretlager leider. Das geht nicht mehr, nee. Das ist jetzt fest. Tommy? Sicherheit. Ja, wir können es hier einhängen an dem Haken vielleicht. Ja, aber wo? Ja, hier an den. Ja, warte mal, dann nehmen wir anders rum. Nee, nicht doch da. Da muss ich jetzt eh ran. Ja, ja. Achso, gut, dann putz ich mal. Also erstmal abstrahlen, wa? Ja, abstrahlen musst du vorsichtig sein, weil. Nee. Die sind nur schon hoch ab. Nee, abbrennen will ich, ja, aber nee, das sieht auch nicht. Das ist halt Sattelmaß irgendwie. Was ist der? Sanino, ey. Hast du dich gedreht? 600er. 600er, ja. Also ich würde schon noch irgendwie polieren, aber naja, gut. Polieren. Gucken, wer den in den Fluss geschmissen hat, das Ding, ey. Also den wirst du wohl nicht mehr ermitteln können. Der Dieb, oder, boah, was ist das denn für ein Holz? Na? Na? Außer Jahre. Schmeckt gut. Lecker. Lecker, außer. Und die Ringe fix. Nimm mal hier den scheiß Lenker hier mit dem Vorder und gleich. Oh, ist sogar gerade. Ja, dann kann man schnell ein Loch reintreten. Ja.
brauchen wir nur eine Stütze. Was wird das sein? 27, ja. 25, 4, oder? 27? Ja. Darf das schon? Also, warte mal, wo ist denn der Tier auf der Seite? Der 5er. Dann kann man sich mal hinhängen und dran arbeiten. 6. So, gut, ich mach mir vom Acker. Na gut, dann wie gesagt. Jo, naja. Morgen hast du ja wichtig hier. Ja, auf alle Fälle. Ja, müsst ihr auch mal. Einen Tag mal. Alles klar. Okay. Bitte, bitte. Tschüss. Ciao, ciao. San Anni. Ah, ich würde es dennoch überlegen, wie sieht es aus, wenn man es. Nee. Das kannst du erstmal so bleiben eigentlich. Hier vorne noch, von vorne noch. Na, wo denn? Unten? Immer alle, danke. Ah, nee, das ist schon eine große Krabbe jetzt. Schon große Krabbe. Nee, passt schon. Jetzt, also, hier fällt ja alles dann sowieso ab. Das wird sich dann noch verbinden mit den ganzen. Die werden dann noch ein bisschen rumkleben, würde ich sagen. Und das Seil lässt du jetzt dran, oder? Der bleibt dran, ja. Na gut, dann können wir echt loslegen. Legen wir mal ein bisschen Gleis darauf. Also, das ist doch geil hier, diese. Was ist da drunter? Das ist halt mit der Reifenfreiheit, dann wird man dann halt das sehen. Das werden wir sehen, das schleifen wir raus denn oder so, mit einer Pfeil nur raus, das geht ja. Dann. Ja. Eine Kimme und ja, gut, ja. Ja. Und mit der Kette ja auch besser. Frisch Ketten geschlagen. Ja, Kettenquirl. Speichenquirl. Speichenquirl ist ja simpel, aber musst du nur ein paar Speichen zusammen machen? Ja. Zusammenpunkten oben? Dann hast du so Fliehkraft geholt. Die immer weiter auseinander, je schneller die Drehzahl, umso weiter geht er auseinander. Ja. So, gut. Der muss halt diese Blasen erstmal. Oh. 5 Stunden noch was. Wunderbar, haben wir das. So, jetzt machen wir erstmal kurz Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Wie geil sieht der aus? Wie geil sieht der denn aus? Oh, wie geil der? Wow. Alles ein Harz. Extrem Harz. Harz extrem. Okay, dann schauen wir mal, was die Nachtkamera macht. Was die Kamera nachts macht. Hinter dir, ja. Okay. Dann geh halt weg. Valentin fährt schon mal vor.
Nee, die steht da gar nicht im Weg, Mann. Alles cool. Nee, komm hier auch. Ja, nee, nee. Genau, und immer schön locker bleiben. Schön in die Knie. Schön, auf schön in die Knie. Das ist super mit deinen Lampe hier. Ja. Prima. Der war gut. Der sah gut aus. Problem, wenn man gefilmt wird. Die Kamera ist aus. Kein Problem. Kamera ist aus.